Guten Abend, wann, je nachdem, wann ihr das seht. Ja, ich habe hier noch ein paar Meldungen gefunden, die ich mal weitergeben möchte. Ich will sie mal nennen, ja, Massenverblödung oder Verarschung. Ne? Ich habe also hier mal bei den Nachrichten geguckt und habe dann hier einen ganz tollen Artikel gefunden, den ich euch mal zeigen möchte. So, das erste ist hier die Seite Spiegel Online Politik. Ne? Als erstes kommt oben Netzwerk des Terrors. Auf der rechten Seite, das sieht man jetzt vielleicht ein bisschen schlecht. Nein, das wird man nicht genau sehen. Übersicht, da ist dann der Obama drauf zu sehen. Ne? Und dann gehe ich mal hier rüber. Sicherheitsbehörden waren vor Anschlägen in Deutschland. Ja? Und da spricht also der Chef des BKA, Herr Zierke, vom Verfassungsschutz über die Gefahr der Terroranschläge hier in Deutschland sei sehr hoch und die Gefahr sei sehr hoch. Unter anderem wird hier also ein Video gezeigt oder ein Bild eines Videos von einem Abu Talha, der Deutsche. Ja, diesen Bericht habe ich also bei YouTube, habe ich den gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, ob ich mir den Bauch vor Lachen halten sollte oder weinen sollte, da es so ein schlecht gemachter Video war. Es ist also unglaublich. Ja? Und das hier also als Terrorwarnung an Deutschland zu nehmen, finde ich also, das ist also Massenverblödung pur. Ja? Also jeder, der bei YouTube diesen Film da gesehen hat, also der kann wirklich nur, einen schlechteren Video kann man eigentlich gar nicht drehen. So, dann sind hier unten noch mal ein paar Bilder eingeblendet. Da ist er noch mal abgebildet, der Kasper. Denn hier Rettungspaket für Deutschland und dann hier irgendwie mit einer Panzerfaust. Naja, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde das ein bisschen traurig. Hier ist noch mal der Center, Fotostrecken. Hier sind noch mal ein paar Bilder. Ja, die sie eingestellt haben von den bösen Terroristen hier. Also es war jämmerlich. Da war eine Seite abgebildet von einem Deutschen oder auch von einem deutschen Schießstand. Das war glaube ich sogar vom BKA, wo mit Panzerfäusten geschossen wird. Ich hatte das mit einigen Kollegen hier, auch ausländischen Kollegen gesprochen und die haben ja also das bestätigt. Wir haben dann die Seite nochmal gesehen. Also das ist sowas von traurig. Es ist also unglaublich. Na gut, wie gesagt, also das ist Massenverblödung. Aber es gibt einige Gruppen, die sich also auch gegen diese Massenverblödung, denn also genauso wie gegen diese rechte Scheiße, die hier abgeht. Ne? Unter anderem sind hier die Rot-Weißen zu nennen, die Hells Angels. Ich habe hier mal einen Bericht, der ist vom Ende letzten Jahres und das war gestern jetzt gerade zu sehen. Ich zeige euch den mal. Ne? Ihr habt da also Hells Angels vs. Nazis in Kiel. Ja, wie gesagt, die Rechten haben sich denn auch mit uns angelegt. Das ist ja nichts Neues. Ich habe ja auch diverse Morddrohungen gekriegt und hatte auch der Staatsanwaltschaft schon angedroht, dass ich notfalls nur noch unter Begleitschutz rausgehe. Ja, das Ganze kriegt dann hier schon wieder einen ganz anderen Stil. Weiß nicht, ob man das jetzt mal sieht hier. Ich werde mal weiter reingehen, mal zoomen. Hier unten ist noch mal ein kleiner Bericht drunter. Ja. Seit Ende August befindet sich der freie Nationalist und frühere schleswig-holsteinische MPD-Chef Peter Borchers wieder in Untersuchungshaft. Er soll am 29. August an einer Massenschlägerei vor dem Kieler Amtsgericht beteiligt gewesen sein. Naja, wie gesagt, wir lassen uns nicht weiter verarschen. Hier noch ein Bericht dazu. Amtsrichter zeigt Staatsanwalt an. Ne, hier ist also genau das Gleiche. Das war in Hannover, dass der Amtsrichter also den Staatsanwalt angezeigt hat. Ja. Da braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ne? Ja, aber eins dürfte klar sein. Also wir werden uns nicht verblöden lassen und wir haben auch keine Angst, uns gegen Richter und gegen Rechte durchzusetzen, die meinen, hier einen neuen Faschismus aufbauen zu können. Ja?
unsere Leute oder Leute wie ich, wir werden die Medien prüfen, wir werden die Nachrichten prüfen und wir werden keinen Schritt mehr beiseite gehen, um hier einen Faschismus, sei es von Seiten der Justiz oder aber auch von diesen kleinen Randgruppen, noch weiter hinzunehmen. Notfalls stellen wir uns auch vor einem türkischen Laden und beschützen die, wenn es sein muss. Diese scheiß Morddrohung und dieses ganze, der ganze Mist hier mit diesem Faschismus, der hier aufkommt, der geht uns hier allmählich dermaßen auf den Socken. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich werde nicht mehr aus dem Weg gehen und auch diese Kollegen, die in Clubs angeschlossen sind, werden sich also nicht mehr, keinen Schritt beiseite gehen. Wir stellen uns dem entgegen. Das nur dafür. Und eine Massenverblödung hier wie mit dem Islamfilm, der zieht vielleicht bei Bild-Zeitungslesern, aber nicht bei uns. Jo, ansonsten, ihr habt bestimmt wieder gesehen, reichlich Chemtrails am Himmel, es ist wieder grau und grau, es soll wieder kälter werden. Ja, es ist also, ja, wir kriegen das Ding irgendwie nicht zum Stoppen, aber wir bleiben dran. Wird mal Zeit, dass mal wieder ein paar Chemtrail-Filme reinkommen. Leute, strengt euch an. Ja, ansonsten eine schöne Woche und lasst euch nicht unterkriegen. Wir machen weiter, wir wollen Frieden.